Hallo lieber Skorpion und willkommen zu deiner Tarotbotschaft für die erste Monatshälfte im Juli, also den Zeitraum vom 1. bis 15.07. Ich bin Daniela und wir schauen direkt für dich in die Karten. Und ich habe hier, pass auf, achte auf sich wiederholende Zeichen und deine innere Führung, darin können wertvolle Hinweise stecken. Ja, von dem her ist es für dich wichtig, dass du in dieser ersten Monatshälfte mit offenen Augen durchs Leben gehst. Vielleicht immer mal ein bisschen genauer hinschaust, ein bisschen genauer hinhörst, deinem Bauchgefühl und deiner Intuition einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkst und wertvolle Hinweise und ja, auch sich wiederholende Zeichen. Bei mir sind das oft Zahlenkombinationen, die ich immer wieder sehe, die dann eine gewisse Bedeutung haben und wertvolle Hinweise. Das können sowohl Warnungen sein, als auch versteckte Segnungen, die eben gesehen werden wollen, als auch einfach Hinweise, dass du auf dem richtigen Weg bist oder sowas in der Art. Und ich habe hier die Gurke. Und da geht es um Emotionen, ja, darum, dass man eben auch fühlt, ja, also wenn du so ein Zeichen siehst, dann schau nicht nur mit den Augen hin, sondern versuche im gleichen Moment wahrzunehmen, wie fühlt sich das an, denn das Fühlen, das hat auch nochmal eine Schlüsselfunktion dabei. Wir schauen weiter in die Tarotkarten für den Skorpion. Ich ziehe wieder drei Karten, die erste zeigt nochmal die Aufgabe oder Herausforderung, die zweite den Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Und wir haben hier den Kaiser, die Königin der Scheiben und den Gehängten. Der Kaiser ist manchmal ein bisschen zu rational. Ja, der hat es eigentlich mehr so mit Statistiken und Plänen und genauem Ausmessen. Ja, der hat zwar schon auch Intuition, aber die Intuition an sich wohnt eher in seiner Frau, der Kaiserin. Also sie sind ja ein Pärchen, ja, und er ist eben so dieser sehr rational denkende Teil, ja, der eigentlich... Ja, der gibt nicht so viel auf Intuition, sondern mehr auf das, was man mit Zahlen belegen kann, was eben wissenschaftlich ist und so weiter. Und das hat ja auch sein Gutes. Ja, ich sag immer, die Kombination aus beidem ist das Allerbeste. Und ja, von dem her bist du möglicherweise ein bisschen zu rational. Ja, und dann habe ich hier die drei der Erde. Und ich sehe, dass aber auch irgendetwas in dir arbeitet, irgendetwas geht in dir vor, wo das Universum dir helfen möchte, dir Hinweise geben möchte, dich unterstützen möchte. Ja? Und im Rat der geistigen Welt haben wir hier zunächst die Königin der Scheiben und auch die Zehn der Luft. Und es ist möglich, entweder möglich, dass sich etwas aus der Vergangenheit wiederholt, ja, dass irgendeine Erfahrung, die du schon mal gemacht hast, sich wiederholt, dass du quasi jetzt nochmal in einer Situation bist, in der du schon mal gewesen bist, oder dass du möglicherweise auch einfach nur dir Sorgen machst, dass das passieren könnte. Ja, wir sind in einer allgemeinen Legung, von dem her, ja, ist eben die Frage, was da für dich passt, ja, ob du dir Sorgen machst, dass sich etwas wiederholt oder ob du tatsächlich in einer Situation bist, in der du in der Vergangenheit schon mal gewesen bist, ja, und meistens sind die Situationen natürlich nicht dupfengleich, aber irgendwo haben sie sehr viel gemeinsam, ja. Es ist manchmal auch so, dass die zugrunde liegende Energie eben gleich bleibt, weil wir unsere Lektion noch nicht gelernt haben und das Erscheinungsbild an der Oberfläche ein bisschen unterschiedlich ist. Und wir haben hier den Gehängten. Der Gehängte ist immer eine Karte von Loslassen und von Regeneration. Ja? Und wir haben
auch bei dir hier die Zehen des Wassers. Ja, es geht darum, glücklich zu sein. Ja, es geht darum, dass du irgendetwas loslässt, Stress loslässt, Enge loslässt, um glücklich zu sein. Ja, es vielleicht auch das, was hier aus der Vergangenheit noch an dir hängt, loszulassen, um glücklich zu sein. Und das ist im Moment eine Thematik, die einfach in ganz vielen Legungen immer wieder auftaucht, so dieses Verhaftetsein an die Vergangenheit, an die Energien der Vergangenheit, an die Erfahrungen der Vergangenheit. Und ganz oft ist es so, dass das einfach nur energetische Einprägungen sind, energetische Imprints sind, Samskaras sind, ja, dass einfach energetische Rückstände noch im Energiefeld präsent sind und das kann man reinigen. Und das ist das, was das Ganze öffnet und befreit. Ja, also möglicherweise bekommst du hier auch Hinweise auf Reinigung, vielleicht ist es irgendetwas anderes, aber diese energetischen Rückstände der Vergangenheit sind etwas, was man relativ einfach lösen kann. Ja, wo auch, ja, manchmal ist es damit verbunden, dass man auch Energien zu sich zurückruft, die man in bestimmten Lebenssituationen verloren hat. Ja, und wenn etwas Altes wiederkommt oder wenn etwas Altes in unseren Kopf kommt, dann hat es immer einen Grund. Und ja, inspiriert uns möglicherweise auch energetisch daran zu arbeiten und eben alte Energien aufzulösen, ja, damit einfach der Druck rausgeht, damit Heilung passieren kann und damit einfach hier, ja, dieses dauerhafte Glück, was wir nur in uns selbst finden, einfach bei uns sein kann und durch unser Leben strömen kann. Ja, und es geht hier vor allem auch darum, dass einfach negative Emotionen, die aus negativen Erfahrungen der Vergangenheit stammen, umgewandelt werden in Glück. Geh einen Schritt zurück. Danke, Engel, dass ihr mir helft, von dem zurückzutreten, was mir nicht mehr taugt. Ja? Und ich habe im Falle des Skorpions einfach den Eindruck, dass das irgendwas ist, was noch mit der Vergangenheit zu tun hat. Ja? Woran du schon arbeitest oder vielleicht auch schon ewig lange gearbeitet hast und dich immer fragst, warum komme ich davon nicht los? Warum komme ich nicht einen Schritt weiter? Und das sind eben oft energetische Imprints, die einen nicht weiterkommen lassen. Wenn dich das interessiert, es gibt auf meiner Website einen Blogpost über diese Samskaras. Ja, lieber Skorpion, soweit ein Blick für dich in diese Energien der ersten Juli-Hälfte. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich wie immer riesig über Likes und Kommentare. Und natürlich auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.